Herzlich willkommen zurück. Ja, es wird aufgefallen sein. Wir haben eine andere Waffe und, wobei ich weiß gar nicht, welche wir letztes Mal benutzt haben. Allerdings haben wir zum Beispiel eine andere Quest. Das liegt daran, dass ich auch privat weitergespielt habe. Das wird doch in Zukunft auch der Fall sein. Also Monster Hunter generell wird ein bisschen anders ablaufen. Das bedeutet, ich nehme nicht alles mit, denn ich spiele es auch privat teilweise. Oder wenn ich es mit Kollegen zusammenspiele oder wenn ich farme, ich sag mal, wenn ich 10-mal hintereinander ein und dasselbe Vieh töte, das will ja auch niemand sehen. Deswegen nehme ich ein paar Sachen auf, ein paar Sachen nicht. Es wird in chronologischer Reihenfolge sein. Also, ich werde nicht Sachen machen, die dann, also in den Folgen wird nicht Sachen zu sehen sein, die dann aber in Wirklichkeit erst viel später oder viel früher drangekommen wären. Deswegen dachte ich, machen wir das gerade mal. Streicheln hier den Pugi. Und machen die allererste Quest in der Wildturmödnis. Ich habe jetzt den uralten Wald abgeschlossen, soweit. Und ich bin mir immer noch nicht sicher, welche Waffe ich nehmen soll. Ich schwanke stark zwischen dem Langschwert? Ist es so? Zwischen. Ja doch, Langschwert, oder? Also zwischen dem Langschwert und den Doppelklingen und her. Deswegen muss ich das so ein bisschen in der Praxis austesten. Aber ich dachte, komm, starten rein. Machen da. Wir haben optionale Quest. Achso, alles schon abgeschlossen hier. Hier haben wir ein paar Sachen gesammelt. Käste und uns haben wir getötet. Dann haben wir hier. Ich weiß gar nicht, was wir in der Aufnahme gemacht haben und was nicht. Hier haben wir einen großen Jagras und einen coolen Jakku getötet. Was haben wir hier gemacht? Genau, das war der Puki Puki. Das ist so ein. Auch so ein Flugvieh, was Gift schießt. Also absolut nichts Spannendes. Aber jetzt sind wir hier in der Ödnis unterwegs und gucken mal, wie es so läuft. Also Monster Hunter wird halt generell ein bisschen anders ablaufen als das, was wir sonst so machen. Deswegen, wir gucken mal, wie es ankommt. Wie es funktioniert. Und dann, ich denke, das ist okay, weil wenn wir wirklich jede einzelne Quest, jede Nebenquest, jede Untersuchung, alles mitnehmen. 500 Folgen. Ohne Probleme. Das ist die Wildturmödnis. Sieht schick aus. Wir haben 50 Minuten Zeit. Ich glaube jetzt nicht, dass wir so lange brauchen werden. Ich habe direkt mal ein paar Untersuchungen, ein paar Lieferungen mit. Oh Gott, das ist so kompliziert mit Maustastatur. Ein paar Lieferungen angenommen. Die müssten eigentlich an der Seite angezeigt werden. Sorry. Swamps sehe ich hier noch nicht, tatsächlich. Das nehmen wir alles mit. Wir wollen so viele Forschungspunkte haben, wie es nur irgendwie geht. Was ist das hier? Abbitterkäfer. Ein Kraut. The water filters down through the sand and collects in the lower areas, thus creating a mire. Oh, great. We get to go uphill now. Hä? Naja, also durch den Boden sickert er nicht, weil es läuft ja hier runter. Daher. Kaikäfer? Was? Wo? Kai.
Also Keilkäfer sind wie so Ankerpunkte. Da könnte ich jetzt dran und mich wie mit so einem Enterhaken da runterschwingen. Sehr praktisch. Das Problem war, auf der Xbox war es so... Was ist das hier? Oh, bitte, Käfer. Brauch mir nicht. Mhm. Nein! Ich will so einen. Ja! Gehört mir! Mein Spider-Man. Verdammt. Naja, einen haben wir ja gekriegt. Hier diese Früchte und Kräuter mit dem Fragezeichen dran. Das sind Kontoobjekte, sprich, die werden irgendwie ins Konto eingezahlt. Sei das jetzt Forschungspunkte oder Dinge, die wir für Geld verkaufen können. Wenn da drunter Kontoobjekt steht, können wir es auf jeden Fall verkaufen. Look, the Wild Spire. That's where we'll find what we came for. Ja, aber es geht. Es geht. So weit ist es jetzt nicht. Kann ich das hier mitnehmen? Warte mal, da geht's doch hoch, oder? Nein. Es ist so ungewohnt, mit Maus und Tastatur zu spielen. Da muss ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen. Was ist denn das? Ein Gold-Herkodrom. 200 Punkte? Das ist sehr gut. Weil 200 Punkte... Everyone, be careful. Mind checking it out for us there, partner? Das kann ich sofort machen, wenn ich hier das Dings geholt habe. Die Frucht. Was ist denn mit denen los? Also gut. Ein schicker Drache. Sehr schick. Komm schon, lauf, 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 lauf. Go, go, go. Just move on through. You might be able to use your slinger to create some kind of noise and distractor. Ja, das ist der Plan gerade, aber. Und tschüss. Nein, keine Ausdauer mehr. Lauf, lauf. Wir haben nichts gemacht einfach, wir sind nur vor der weggerannt. Oh Gott. Ich glaube, die sind noch ein bisschen zu heftig. Tatsächlich habe ich... Was ist das? Was ist das denn? Steht da jemand? In diesem grünen Ding? Hunter, I couldn't trouble you for a sample, could I? Ne. Wir haben letztens versucht, offscreen auch, gegen Anyanat zu kämpfen. Das ist dieser riesige Feuer-T-Rex. Das hat nicht so gut funktioniert. Der hat uns quasi gewone-shottet. Und die Ratian, die wird dann ein bisschen heftiger sein. Was ist denn das hier? Große Fußspuren. Das ist aber nicht von dem Drachen, die Fußspuren. Das ist etwas anderes. Enormous size.
Aha. Die haben Angst vor irgendwas? Die gehen in ihren Angstmodus? Das bedeutet nichts Gutes? Jetzt zeig mal scharf nach. Da ist das Feuerding. Alte Schlammspur? Irgendwas mit Schlamm und sehr großen Füßen. Wie sie schnell so auf einmal sind, weißt du? Glorious. Das nehmen wir mit. Ein Narrenkaktus. Ja, Moment mal. Hallo, ich sammle hier gerade Kakteen. Oh Gott, wenn man sowas sagt, geht irgendwas schief. Irgendetwas geht schief. Das war's noch nicht. Irgendwas kommt. Ach, ich soll da jetzt hinlaufen, damit das Monster mich angreift. Leuchten blau. Okay, das haben sie vorher noch nicht gemacht. Kleinen geiernden Goblins. What? Something jaggies! It's a Barov! Ein Brot. Das wird interessant. Der sieht arg geschützt aus. Mhm. Wenn das denn nur mal so funktionieren würde. Okay, jetzt wird's interessant. Wir müssen ihn töten. Ich versuch's. Ich bin absolut kein Profi mit dem Langschwert. Daher könnte es eng werden. Wo will der denn hin? Ah, der hat die Fußspuren hinterlassen. Ich möchte mal was probieren. Huhu, jawoll. Das hat funktioniert. Komm schon. Stirb. Der Kopf muss zerbrechen. Elansturm. Okay, der Kopf ist schon ziemlich angedamaged. Oh, das gefällt mir. Können wir jetzt unseren Special-Angriff machen? Hier. Au. Ich muss da, glaube ich, noch ein bisschen mit üben. Nein, 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 nein. Oh. Oh, ich dachte etwas anderes. Fuck. Mit was? Ich bin mit der Wasserpest infiziert. Was ist das denn bitte? Die Wasserpest. Fuck. Ich nehme mal hier sowas. Irgendwas haben wir auf jeden Fall gebraucht. Irgendwas war's. Weißt du, jetzt bringt er mir so ein hässliches Teil. Unnützer kleiner Kackvogel.
Ist überhaupt was gebracht? Nee. Hier. Sehr schön. Und einmal hoch. Ja, doch. Hat ganz gut getroffen, denke ich. Hallo, hallo. Das war dumm. Haben wir jetzt aber. Jawohl. Das war ein guter Treffer. Nee, das war nicht so gut. Nein, er will abhauen. Nein. Egal, dann wetze ich gerade nochmal das Schwert. Wir haben auf jeden Fall sehr viel gebrochen. Das war schon mal ganz gut. Ich bin noch echt noch unschlüssig, was die Waffe angeht. Bei den Doppelklingen weiß ich, dass ich damit umgehen kann. Ich weiß die Kombos. Ich weiß, wie die funktionieren. Ich weiß, wo ich welche Kombo einsetzen muss, damit die effektiv ist. Aber hier... Also ich sag mal... Mit den Doppelklingen habe ich so gefühlt ungefähr... Okay, der steht zu perfekt gerade. Mit den Doppelklingen habe ich gefühlt 100 Stunden Übung. Mit dem Langschwert vielleicht 2, wenn es hochkommt. Okay. Was war das? Nein! Das war absolut nichts. Hey, wo will der denn jetzt hin? Kämpfst du hier oben alleine weiter, oder was? Was? Seid mal nicht frech. Verdammt. Den Kopf. Sehr schön. Auch wenn es nicht sehr schön war, aber trotzdem sehr schön. Kann immer... Aufhören sich hier 180 Grad zu drehen die ganze Zeit. Kleine Sau, ey. Nein! Ach, und das hat's trotzdem ver... Du bist ein Arsch. Du bist ein Arsch, ey. Nein, 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 nein. Nur für dich. Irgendwas haben wir gebrochen. Wir sollten mal hier so einen Trank. Ja, ich muss halt echt noch das Movement mit dem Ding lernen. Ist halt nicht so einfach manchmal. Halt, hallo, es ist halt eine echte Ungewöhnung. Ja, aber so, wir sind betäubt. Kein Ding, kein Ding. Es ist halt eine massive Ungewöhnung zwischen, also gerade was die Beweglichkeit angeht, zwischen den Doppelklingen und dem Ding hier, weil die Doppelklingen sind halt die Schnelligkeit ja eine ganz andere Liga. Also, das ist, da braucht man gar nicht zu diskutieren. Das ist komplett, das ist eine komplett andere Welt. Ich guck mir mal an, wer das hier ist. Du? Ups. Maxi. Oh. Oh, sehr geil. Maxi Drink. Die Dinger zeigen nach da hinten. Weil ich nicht genau weiß, warum, weil das Ding da vorne rumlatscht. Aber gut, ich will das mal so stehen lassen. Einen Moment. Nein! Ich hätte gerne... Komm schon. Ich muss es... Lauf rein!
Er ist doch reingelaufen. Ne. Komm schon. Er ist zum Glück mit unserem Vieh beschäftigt. Hallo? Dürfte ich mal hier bitte und so? Wir kriegen Schaden, obwohl er uns gar nicht trifft, irgendwie. Wir waren doch schon im Sprung. Sind wir mit? Ich würde mich gerne bewegen wieder, danke. Alles klar. Hä? Das ist so. Hallo? Hallo? Wir werden uns eine Vitalitätsbest begeben. Dann soll er die uns doch geben. Dann halt keine Vitalitätswespe. Was sind das jetzt so Viecher? Wo kommen die denn jetzt her? Wir haben sehr wenig Ausdauer. Ich muss mal hier eine Ration oder zwei nehmen. Götterkäfer, die brauchen wir. Die sind wertvoll. Nein. Ach, komm. Das Hallo. Oh. Wo rennt denn jetzt hin? Wie gesagt, also ich bin noch am Überlegen. Meine Wahl fährt eher auf die Doppelklingen, aber ich würde halt gerne noch mal was anderes probieren. Ich habe die sehr, sehr lange gespielt. Aber... Hm? Ach, ich weiß es nicht. Jetzt geht's rund. Oh, fuck. Falsch Knopf. Können wir dem den Schwanz abmachen? Ist auf jeden Fall eine Schwachstelle, das weiß ich. Na, wir probieren's. Komm schon. Komm nicht auf die Eier. Noch weiter hinten, da können wir nicht, gell? Hier will ich das machen. Jawoll. Rein und dann... Sehr schön. Was ist denn das jetzt? Ach so, erstmal hier hoch. Kein Ding. Wow. Wirklich? Wir haben alles gebrochen, was wir brechen können irgendwie. Kommt es mir vor. Aber immer noch kein... sichtbare Veränderung so richtig. Ja, dann kommen wir hier runter. Da oben zu kämpfen ist Kacke. Hallo. Hier. Das gibt's doch nicht. Scheiße. Hab schon. Boah. Was, jetzt rennt er weg? Sein fucking Ernst? Mit den Doppelklingen wäre der schon längst tot gewesen. Schon längst. Vielleicht. Sorry. Vielleicht dauert das auch erst. Vielleicht ist die Waffe wirklich nur effektiv, wenn wir die upgradet haben. Ich weiß es nicht. Hat er sich jetzt breit gemacht? Achso. Wieder in dem Wildturm. Was ist er denn? Die Sau. Wir haben noch unseren, das sieht man da auf unserer Waffe.
unseren Supercharged, unseren Charge-Modus. Komm schon. Warum? Das kann doch nicht sein, dass wir das Vieh nicht treffen. Das gibt's nicht. Boah, endlich. Natürlich. Natürlich. Wer soll anders sein können? Leck mich. Scheiß Vieh. In dein Auge rein. Was macht der schon wieder? Hat er nichts anderes oder was? Was hat er jetzt vor? Das Blöde ist, wenn wir die Combo nicht durchziehen, bekommen wir nicht den Charged-Modus und dann können wir nicht diesen Sprung machen. Lauf doch. Ach ja. Komm schon. Haben wir ja jetzt abgeschossen? Was ist das hier? Schleuderdorn. A powerful type of slinger ammo. Attacking the part it's latched onto deals blunt damage. Angreifen, um einen Schock auszulösen. Das ist interessant. Kannst mich mal. Ich wollte gerade sagen, wie viel Glück kann man haben, aber nein. Gar keinen, offensichtlich. Ich will den Schwanz von dem. Gib mir das, was du hast. Gib ihn mir. Ich will ihn. Ach komm, mach dich nicht lächerlich. Kannst uns nicht abwerfen. Der Elansturm. Ich find's gut. Aber ich weiß nicht, ob der nicht einfach sehr schön. Nein! Können wir das nicht steuern? Auf eine gewisse Art und Weise? Ja, die Beine sind halt extrem geschützt. Da können wir halt überhaupt nichts machen. Komm schon. Nee, das bringt dir überhaupt nichts. Ach, dann verfolgen ihn halt ein Stück weit. Ach ja, war eine halbe Stunde schon. Tja, die Monsterhunter-Folgen werden etwas länger. Da wir auch nicht alles mitnehmen, nämlich trotzdem, wenn wir auf eine Jagd gehen, die schon komplett mit. Maximal 50 Minuten halt, ne? Ich schärf grad mal, sonst bringt das ja gar nichts. Und ich denke, ich werde hauptsächlich dann die Doppelklingen nehmen, aber so ab und zu bei einfachen Viechern zum Üben
das Schwert, bis wir ein ordentliches Schwert haben und dann schauen wir mal. So. Den überraschen wir jetzt mal ein bisschen. Autsch. Nice. Obwohl wir in der Luft waren. Aber hey. Wollen die Logik von Monster Hunter gar nicht in Frage stellen. Okay, das war absolut schlecht gerade. Nein. Oh nein, die Wasserpest. Guck mal, wie wir da richtig reingesaugt werden. Obwohl wir da noch nicht mal dran vorbeilaufen. So, und wirklich. Hä? Warum? Was? Hallo, hallo, hallo. Geh mir aus dem Bild. Wir können absolut nichts machen, wenn wir in der Luft sind. Oh, deine Gesundheit stellst du wieder her, oder was? Hässliche, verdammte Katze. Ich lauf ihn drauf. Ja, so viel dazu. Hm. Ah, was? Mann, natürlich. Jetzt bringt er uns so ein total nutzloses Ding. Vielen Dank auch. Garfield. Ich hätte ihn Garfield nennen sollen. Fuck. Das war absolut nix gerade. Die Kombo dauert viel zu lange. Ja. Und da braucht er nochmal 6 Tage, um sein Schwert wegzustecken. Was passiert, wenn ich das hier nehme? Bringt das? Oh. Interessant. Nehmen wir mal so einen normalen Trank. Hm. Normalen Trank. So, jetzt schüttelt er wieder sein Ding. Dann gucken wir hier. Oh, hier ist ein Kraut. Das ist ja nett. Oh, da hinten ist ein Skelett. Eins gegen eins, oder was? Ach, weißt du? Der eine Schlag. Ach, leck mich doch. Kannst mich mal. Naja, tot ist tot, oder? Ich habe jetzt tatsächlich so eine Tabelle, wo halt jedes Monster mit jeder Schwäche drin steht und so. Und da steht auch dabei, ob man die Hinterteile von denen abtrennen kann. Hätte ich vielleicht mal. Kann ich eigentlich mal nachgucken jetzt? Folgenpause. Moment, da war irgendwo ein Skelett. Nein. Knochenhaufe. Wir haben ja noch die Untersuchung. Oder Beute zu. Nee, Feldforschung. Genau. Sehr nice. Wir haben mehrere. Dafür zählt es auch für mehrere. Das finde ich gut. Dass wir dann nicht einen machen müssen, dann die nächste, sondern dass quasi alle gleichzeitig parallel gemacht werden. Boah, das war was. Das war eine Jagd. Ich dachte gerade. Oh, hey. Glad you're back. Oh, don't worry. I found a safe place for the scholars to hide. I guess I'll go round them up. Wait for us back at camp. Medivh. You there. Are you part of the Fifth Fleet? Then that means the Elder Crossing is upon us again. The years fly by faster than I can count them. Medivh war aber kein Elf. I too am a hunter of the First Fleet. Might I trouble you to share your tale with me? Let's find a suitable place. So, my old friends are well. Praise be.
It sounds like the good scholars are as incorrigible as ever. Might I ask, are you tracking the monster that dropped that massive slag? I as well. It seems so easy. Follow the trail, find the truth. Well, it has been a pleasure. Nearby, you will find my camp. I trust it will be of some avail to you and the others. Please pass a message on to the commander that I am safe. But a force compels me to see where it takes me. If you too feel so compelled, then we will cross paths again at the end of all of this. Oh. Kleinen Goblins. Geil. Was that who I think it was? Was? Also sie hat gesagt, war der das, von dem ich glaube, der es war? Unten stand, wer war das denn? Und wir haben genickt. Wir haben keine Ahnung, also ich habe keine Ahnung, wer das war. Tatsächlich. Fruchtbarer Schlamm. Nitropilz, warum eigentlich nicht? Ach komm, wir nehmen alles mit. Das hier und das hier, der Rest wird verkauft. Da wir haben zwar eine Feuerwaffe, aber wir benutzen die kaum. Daher liegt die nicht so in der Priorität, Munition jetzt herzustellen. Tatsächlich. Good to see you. Aha. Während du weg warst, haben wir eine Karte mit allen Hinweisen erstellt, die wir auf dem Kontinent gesammelt haben. Oh, das kann ich nicht alles vorlesen. Es tut mir in der Seele weh. Okay. Ihr dürft gerne lesen. Ja, suchen Sicherheit, okay. Der Gelehrte wurde getrennt. Ist in der Wildumödnis. Head to the Wildspar Waste immediately. Was will der noch von uns? Der ist eine Flotte. Er war der einzige Jäger. Er ist von Bedeutung, aber er ist verschwunden. Er deckt die Geheimnisse auf und ist dann verschwunden. Er wollte ihn begleiten, hat sich zugelassen und seitdem, das war das letzte Mal, dass er ihn gesehen hat. Und jetzt ist er wütend auf ihn. Thank you. Er wird zurückkehren, wenn er Bock hat. So im Prinzip. Naja, das war mal eine Barrat-Jagd. Bisschen Panne mit dem Langschwert, aber ich denke, wenn wir ein ordentliches Langschwert haben und ein bisschen Übung, dann wird das auch sehr viel besser funktionieren. Deswegen würde ich sagen, verabschieden uns mal für diese Runde und sehen uns das nächste Mal wieder bei Monster Hunter. Mal gucken, was wir dann machen. Bis dahin.